Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, und der kontrolliert nochmal. Ja, Mikro ist an. Mikro läuft auch. Sicher, man weiß ja nie. So, wir waren das letzte Mal stehen geblieben, hier ein paar Leos zu machen. Und die machen wir jetzt auch weiter, relativ spät am Abend, für mich zumindest. 23.10 Uhr. Ja gut, nach der Mittelschicht ist das eigentlich noch relativ früh. Aber normalerweise nehme ich um die Zeit ja nicht mehr auf. Ich habe nur halt, die dunkle Befürchtung, dass morgen der Patch ein bisschen länger dauert. Nein, ich weiß nicht, irgendwelches Geheimnisse, was installiert wird, aber manchmal rieche ich da ja, manchmal juckt es mir so in den Fingern und dann manchmal stimmt es ja auch. Aber, ja, wie gesagt, das kann auch nur an Problemen liegen oder eben, diesmal juck ich falsch. Ne? Mal schauen. Jedenfalls nehme ich halt spät am Abend auf, damit ihr morgen die Folge bekommt und der Patch unabhängig davon installiert werden kann. Gerendert wird sie dann morgen früh und hochgeladen auch und so weiter und so fort. Das kann ich ja dann machen, während die Server noch off sind. Also habe ich dann morgen keinen Stress und das ist doch das Wichtigste, ne? Alles ist gut, alle freuen sich, alles ist bestens, die Leoparden sind wild und ich bin der vor denen wegrennt. Gut. Das würde ich auch in Real Life machen, vor Leoparden wegrennen. Ich glaube, das ist gar keine so doofe Idee. Das sollte man dann ruhig öfters machen, vor Leoparden wegrennen und so. So. Ab und zu sollte man auch mal einen Trank schlucken, habe ich gemacht. 31 habe ich noch. Oh, so langsam sollte ich mir da wirklich mal einen Nachschub besorgen. Ist notwendig. Darky, weiß ich nicht, ob der mal wieder noch ein paar zur Verfügung hat oder eben nicht. Heißt im Klartext, ich muss mal wohl oder übel irgendwann mal selber welche machen. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit, immer dann, wenn ich keine habe. Wie immer. Also, ja, wird schon werden. Ihr kennt mich doch. Irgendwie kurz vor knapp kriege ich es dann immer hin. So. Ansonsten, die wilden Leoparden sind nicht mehr so viele, die wir hier brauchen. Deswegen hauen wir die noch so schnell weg. Und sobald wir die haben, weiß nicht, da waren zwei Quests, das sind beides mal 100er Quests, insofern ist das Wurst. Oh, jetzt den großen wollte ich nicht schon wieder haben. Merik. Naja, was soll's. Haben wir die Dicken auch noch wieder am Hintern und hoffen, dass der uns nicht tot haut. Weil ist halt ein Dicker. So. Ich muss mir echt mal hier, ein paar Tastenkombinationen zusammenlegen oder irgendwas. Ich muss mal gucken, ob das... Also es wäre schön, wenn man quasi mehrere Skills auf eine Taste legen könnte und dann halt immer nur der genommen wird, der gerade am Start ist, sodass ich halt quasi alle drei, nur als Beispiel, alle drei AOEs auf eine Taste hauen kann. Und wenn ich alle drei AOEs auf einer Taste habe, dann einfach nur draufhauen muss. Der Skill, der gerade keinen Cooldown hat, der wird halt bevorzugt. Wäre eine tolle Sache, funktioniert leider nicht. Klar, ich könnte mir jetzt ein Programm dafür schreiben, aber das darf ich nicht. Ich muss mich nur mal informieren, ob ich das über Makros machen darf. Weil es gibt ja auch Tastaturmakros, da kann ich das genauso gut einstellen, beziehungsweise in meinem Fall halt die Maus. Das würde auch funktionieren. Allerdings, wie gesagt, früher war es halt so, die Bots waren verboten, aber solche Tastaturmakros waren erlaubt. Ich weiß nicht, ob da immer noch erlaubt sind, da muss ich mich mal in die Eingeweide einlesen, weil dann würde ich es halt so machen, jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke, würde der automatisch, die drei Skills aktivieren. Hier ist noch so eine große Tatze. Hark. Schon wieder den Mistvieh abgenommen. Manu. Er steht aber auch immer in den ungünstigsten Ecken. So ein großes Mistvieh. Nun gut. Wir haben ja eh bald die anderen Leoparden durch. Und denke ich mal, dürfte das kein Problem sein. So. Aber wie gesagt, das wäre halt voll die schöne Erleichterung. Zumindest für den Jäger hier. Weil du halt nur noch die drei Skills brauchst. Und effektiv nur noch die drei Skills einsetzt und vielleicht dir, wenn du alles auf einer Taste hast, zusätzliche Skills, zum Beispiel die Bombe, die hier unten so schön ist, die wir ab und zu mal draufhauen können, dass die halt zusätzlich sozusagen auf einer anderen Taste liegt. Man sieht, das hilft halt in der Form, dass die durchaus mal ein bisschen was weiter verbreitet. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. So, aber naja, hätte Fahrradkette, wie gesagt, muss ich mich erst informieren, weil ich will nicht gegen Regeln verstoßen, wenn sie da sind. Und Bots sind ja sowieso verboten, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das ist auch vollkommen legal, gehe ich mit. So, Plum, 86 von 100, wobei ich ja zumindest gehört habe, also wie gesagt, ist halt nur Hörensagen aus dritter und vierter Hand, sozusagen, dass es halt immer noch viele Gilden gibt, die allgemein ihre Bots, auch ihre Sammelbots und sowas in der Art einsetzen.
sie eigentlich momentan, also gerade so wie es momentan läuft, da jetzt dank der Sammelpads allgemein, die jetzt drin sind, ist das doch überhaupt nicht mehr notwendig. Würde mir im Traum nicht einfallen. Also ein Sammelbot brauchst du eigentlich gar nicht mehr. War früher mal eine ganz andere Sache, wo es keine Sammelpads gab. Aber wie gesagt, jetzt wo ich an den Sammelpad rankomme und eigentlich jeder an den Sammelpad rankommt, was durchaus permanent sein kann, sehe ich da ehrlich gesagt keine Bewandtnis mehr. So. Wollte ich ja nur mal gesagt haben. So, wir haben aber die Quest fertig, das wollte ich auch mal gesagt haben. Können wir die irgendwo abgeben? Nö, was ist denn eigentlich die 5? Was braucht man da? Schattenelf Magier. Okay, die finden wir hier scheinbar nicht, das war nur Teil 1. Die Magier müssen wir wohl doch in den Kahal-Ebenen machen. Teil 4 sind irgendwelche Armreife von Johanna. Die 4 finde ich da hinten und da vorn. Finde ich doppelt. Sieht fast aus wie ein Schellerhügel. Ich guck mal da hinten in die Ecke, was da hinten rumsteht. Und dann hauen wir die da hinten mal. Und ich hoffe das Beste. Und erwarten das Schlimmste, wie immer. Raufgehen wäre ungünstig. Johannas Geschenk, Armreif der Ausdauer. Da sind sie doch schon. Verdorbene Elfenpriester. Ihr Priesterli. Ich hau euch heute um wie nie. Drum hau ich mal hier hinne. Und ihr macht alle schlimme Sachen, eigentlich. So. Mal gucken, wie lange die brauchen, die Viecher. Das könnte seine Zeit dauern. Bis jetzt ist noch keiner umgefallen. Blum. Okay, da geht's los. Sehr schön. Wir haben ganz schön Schritt mit hinten dran hier, die Leute. Verdorbene Elfen, Priester und Magier. Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon mal ein, zwei gehauen. Das war ja jetzt nur nicht das Problem. Solange die einem hier hinterher rennen, ist das auch überhaupt kein Problem. Armreif der Ausdauer, da sind die ersten schon. Ja, die brauchen Ausdauer, wenn sie mir hinterher rennen. Ja, ja. So. So, 20 von 70. Ich nehme mal die hier noch mit. Dreh nochmal eine Runde. Ja, das ist immer das Nervige bei den Drops, dass du halt umkehren musst. Ja, aber das gehört halt dazu als Jäger. Wir sind halt keine Mages, die einfach ihre Zeugs zusammenpullen können lassen können und sich dann hinstellen und das Zeug so einsammeln. Nein, das sind wir nicht. Wir sind vernünftige, echte Renner. Wir sind echt der Renner hier und rennen durch die Gegend. Hier. So, 6 von 70, das heißt, wir haben fast schon 10%. Hui. Ich dachte, das dauert länger. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir heute fertig würden, aber trotzdem. So, Nalyr hat sich den Titel Verzauberungskünstler plus Verzauberungsgott verdient. Herzlichen Glückwunsch. Da freue ich mich für dich. Ich hoffe, das bleibt auch so und so überhaupt. So, 70. Sehr schön. Es wird doch. So, okay. Jedes Mal, wenn du aufhörst umzukehren, fängt einer an umzufallen. Und dann musst du umkehren zum Umkehren, ne? Naja, was soll's. So, 11 von 70, das heißt, über 15%, nee. Also es müssten ungefähr genau, stand ja auch da, genau 15%. Naja, kein Kommentar. Das ist der Onkel Black, der ist schon spät, für mich zumindest. Weiß ja nicht, wann ihr die Folgen guckt, aber für mich ist schon spät. Und wenn es nicht so spät wäre, wäre es ja etwas früher, was anderes wäre. Naja, jedenfalls heute auf Arbeit. Ich war ja heute mal wieder arbeiten. Ich mache mal heute wieder eine Arbeitsgeschichte, weil ich es kann einfach. Mittlerweile ist es ja nur so, ich habe es ja schon angekündigt und erwähnt. Mein Chef ist in Urlaub gegangen und der Chef von meinem Chef ebenfalls. Im Prinzip, wie gesagt, wurde ich dann schon an der Türe sozusagen, als ich zur Schicht reinkam, wurde ich an der Türe schon abgefangen, um die ersten, in Anführungsstrichen, Fragen zu klären. Ging ja schon gut los, habe ich mir gedacht. Naja, aber was willst du machen? Dann, ja, wie gesagt, habe ich das Übliche gemacht, die ganzen Aufträge gebucht, was halt zu tun war, etc. pp. Und dann bin ich an mein Maschinchen gegangen, wo ich dann was eingerichtet habe, was ich gestern erst bekommen habe, nämlich ein neues Spannfutter, welches ich brauchte, um die Anschlifferkennung mitzumachen, den sogenannten Sensitron. Ich habe vielleicht schon mal drüber geredet, dass ich halt quasi so eine Anschlifferkennung dran habe, quasi so, dass die Maschine anhand der Schwingungen merkt, jo, jetzt bin ich am Teil, jetzt fange ich an zu schleifen und vorher fährt sie halt ein bisschen schneller ran, anstatt halt mit der langsamen Schleifgeschwindigkeit, nenne ich es mal.
Um halt zu wissen, ja, ich bin dran. Das spart ein bisschen Zeit. Heute habe ich das halt fürs erste Mal fürs Innenschleifen eingebaut, weil vorher ging das nicht. Auch mit der alten Maschine hat das noch nicht funktioniert. Die Lösung, die sie jetzt, die es jetzt gibt, die gab es damals halt noch nicht. Und entsprechend, ja, wie gesagt, hatten wir es halt früher nicht. Ich habe es heute mal eingetestet. Ich habe geschätzt, vielleicht so 10, 20 Sekunden oder sowas werde ich da rausholen können pro Teil. Ja. Mit, also wie gesagt, ich habe das Programm so geschrieben, dass das einerseits ohne funktioniert und andererseits auch mit. Ich brauche da nur einen Knüppel drücken und hätte quasi beide Einstellungsmöglichkeiten, sodass ich halt nach wie vor die alte nehmen kann. Deswegen habe ich das so geschrieben, weil es eben ja sein könnte, dass ich, wenn ich nur eine kleine Serie mache, dass sich das Umbauen nicht lohnt, weil das Umbauen dauert ungefähr eine halbe Stunde, eine halbe Stunde länger. Und da habe ich das halt so gemacht, ja, dass die alte Methode noch funktioniert, um halt quasi ab einer gewissen Serie zu sagen, ja okay, ab der und der Stückzahl bauen wir es halt auf das Mitensitrum und ansonsten halt wie früher, dauert weniger lange, dafür läuft es ein bisschen länger, die 10, 20 Sekunden, wo ich gedacht habe, naja, aus den 10, 20 Sekunden sind jetzt 1 Minute und 20 Sekunden geworden, die ist tatsächlich das Teil Minimum länger oder ja, kürzer läuft als vorher. 1 Minute bei einem Teil, was eigentlich vorher 3,5 Minuten lief, heißt im Prinzip, ich habe 1/3 der Zeit von dem Teil beim effektiven Schleifen gespart. Das heißt, die halbe Stunde länger, die ich brauche, habe ich nach 30 Teilen schon wieder rein. Und wenn du da 200 machst, dann lohnt sich das voll. Das hätte ich nicht erwartet, dass das so extrem ausfällt. Gerade bei solchen Teilen, wo drin noch, da sind halt verschiedene Querbohrungen und da ist noch viel Grad drin vom Drehen und vom Bohren der verschiedenen Bohrungen. Und dieser Grad steht natürlich auf, entsprechend schlägt natürlich diese Anschlifferkennung ein bisschen eher an. Aber trotzdem spart das doch immer noch immens viel Zeit. Ich hätte das nicht erwartet, dass das so extrem viel ist. Muss ich wirklich sagen. War erstaunt. Angenehm überrascht. Heißt, ich habe dann irgendwann mal mehr Zeit, ein bisschen was rumzuzuppeln und so weiter und so fort. Und ich sag mal so, das, was mein Arbeitskollege dann manchmal langsamer arbeitet, das gleicht sich da vielleicht noch ein bisschen aus. Gut, hat den Nachteil, man kann nicht mehr ganz so viel nebenbei machen, aber naja, okay. Das habe ich bei den Teilen, die jetzt momentan drauf sind, eh immer versucht zu vermeiden, weil ich das mehr oder minder unsinnig fand, was nebenbei zu machen. Beim zweiten Arbeitsgang, der dann danach folgen würde, da wäre das was anderes. Aber auch da könnte man vielleicht sparen und trotzdem würde man trotzdem noch etwas schaffen. Das wird schon werden. Ich bin da zuversichtlich. Ja. Ich bin immer zuversichtlich. Ihr kennt mich ja. Also. Aber ansonsten, ich bin recht froh, dass das so gut und einwandfrei funktioniert hat heute. Und dass, wie gesagt, ein so gutes Ergebnis rauskam. Ja, da kann man schon ein bisschen was sparen. Also es hat sich durchaus gelohnt, nicht nur weil die alte Maschine kaputt war, eine neue zu kaufen, sondern es hat sich durchaus gelohnt, hier mal was Neues an den Start zu bringen. Man kann da durchaus ein bisschen was einsparen. Auch bei den, hatte ich ja schon erwähnt, gab es ja auch noch ein paar andere Teile, wo ich so 10, 20 Sekunden gespart habe auch. Die aber halt, wurde halt wirklich, ja, teilweise vorher eine Minute 10 liefen. Jetzt laufen sie so, ja, 50 Sekunden bis eine Minute, da, was ja da auch schon wieder eine Ersparnis ist. Und es wird auch noch genauer und so weiter und so fort. Also, ja, die neue Maschine reißt es raus. Kann man sagen. Ja, bin zufrieden. Und das ist ja auch das Wichtige, ne? Man muss mit dem, was man hat, zufrieden sein. Und das, was ich da habe, muss dazu sagen, wie gesagt, es war ja auch oder es ist selten, dass natürlich der Bediener mitbestimmt, was an der Maschine oder auf der Maschine an Ausrüstung drauf kommen muss, was die Maschine selbst in Sachen ja Ausrüstung, Ausstattung haben soll. Und ich konnte mir halt aussuchen, was ich will. Huch! Truhut Ruffy hat dich abonniert. Woo! Ruffy hat mich abonniert. Yay! Und übrigens, da das ja jetzt erst zu spät kam, muss das gerade instant passiert sein um 23.24 Uhr. Und ich bin ein riesiger One Piece-Fan. Da freut es mich besonders, dass mich der Ruffy abonniert hat. Ja, jetzt fehlen nur noch Zorro und die anderen. Außer Lysop, der hat so eine lange Nase, dem kann ich drauf verzichten. So. Jo. Auf jeden Fall danke für das Abo. Finde ich voll cool. Und ja. Schau weiter fleißig an. So, ich selbst, wie gesagt, ich freue mich, dass das so gut geklappt hat und ich glaube, ich mache die 4 Stück jetzt einfach noch fertig, weil alles andere wäre Schwachsinn.
Hätte nicht gedacht, dass ich auch die Quest fertig kriege. Ich bin überall ein bisschen schneller, als ich erwartet habe. Hoho! Speed! Ich hole jetzt gerade den Speed aus der Tasche. Also, nicht die Droge, Leute. Ich glaube, es gab ja eine, die heißt Speed, ne? Ich kenne mich mit Drogen jetzt nicht wirklich aus. War das so, ne? Ja, bestimmt. Würde mich nicht wundern. Jedenfalls. Naja, jedenfalls, ja, wie gesagt, ich nehme nicht die Droge aus der Tasche, sondern die richtige Geschwindigkeit. Die, wie heißt es bei The Flash? Die Speed Force. Dann passt das. Haha. So, flup. So, okay. Ich muss euch mal eben loswerden. Dann hüpfe ich mal hier ganz kurz aus dem Weg. Denn ich habe nicht davor, hier stehen zu bleiben, weil ich nicht weiß, wo die genau spawnen. Ich gehe mal wieder hier aus ihre Spawn-Ecke. Toll. Raus. Ah, ganz toll. Das ist voll ungewohnt. Normalerweise kommst du hier durch solche Dinger gar nicht durch. Also normalerweise kannst du in Fiesta durch die ganzen Zäune durchlaufen. Oder durch viele Zäune durchlaufen. Und hier geht es auf einmal nicht. Finde ich natürlich ein schönes Detail, dass er ja wirklich an die Kollisionsabfragen von den Zäunen gedacht wurde. Aber oft ist das ja nicht immer der Fall gewesen bei den Karten. Aber das sind natürlich auch neuere Karten, nicht so wie die älteren. Da wird auf manche andere Dinge geachtet. Finde ich auch gut so. So, ich würde aber sagen, es ist auch gut so für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bin gespannt, was es als Patch gibt. Das erfahrt ihr übermorgen, wenn ihr es nicht schon im Forum gelesen habt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.